Moin moin Brüder, mein Name ist Heinrich der Löwe und es geht weiter mit Spacehulk Tactics bei den Blood Angels. Eine starke psionische Signatur wurde erfasst. Vor uns wurde eine massive Bedrohung durch Tyranniden lokalisiert. Oh, jetzt ist hier wieder ganz viele Signale. Die erfasste Bedrohung durch Genestealer war nur das Ergebnis einer Funktionsstörung eines Scanners. Eine enorme Welle Psi-Energie stört jegliche elektrische Ausrüstung. Gelingt es uns nicht, die Quelle der psionischen Interferenz zu finden, wird unser Scanner bei der nächsten Mission nicht vollständig funktionieren. Okay. Wir haben jetzt hier viele Möglichkeiten, um Schrott zu finden. Und wir haben eigentlich noch genug Schrott. Ich gehe mal kurz auf die Truppenverteilung, ob wir überhaupt noch was suchen müssen. Quasi. Der hat seinen Energiehammer. Achso, hat er alle Karten? Nö, der ist glücklich. Den setzen wir ja ein. Gucken wir mal die wichtigen. Okay, der kann noch. Ziele auf einen Träger schwerer Waffen. Die Plasmakanone läuft nicht Gefahr. Achso. Plasmakanone. Ziele auf einem Träger schwerer Waffen. Der Wirkungsbereich des schweren Flammenwerfers erhält zwei Züge. Zwei Züge sind natürlich nicht verkehrt. Aber er hat ja eh den Flamer nicht. Das kann der andere dann haben. Wir nehmen das mal mit der Plasmakanone. Falls wir dann doch mal die Plasmakanone finden, dann kriegt er die mal. Testweise. Und die andere Karte wäre halt für ihn interessant, weil er hatte den Flamer. Und den haben wir schon aufgerüstet. Er hat das auch schon, okay. Ja, den Dock, ja, den könnte man verbessern. Hier macht es mehr Sinn, den zu verbessern. Ja gut, wir brauchen doch nochmal Schrott. Und ja, wo gehen wir als erstes hin? Ich würde sagen, wir gehen erstmal dahin. Oh nein, ich habe einfach was geklickt. Scheiße. Eine große Gruppe Genestealer kommt plötzlich aus den Wänden hervor. Ach ja, komm, lass mir den zu. Den mag ich eh nicht. Oh, schon wieder irgendwas geklickt. Nee, gut. Diesmal gehen wir mal kämpfen. Platziere eine Bombe an einem markierten Ort. 12 Züge. Okay, sieht mir aber jetzt nicht bekannt aus. Ich mach's einfach mal. Und ja, es bleibt bei der Gruppe. Und dann schauen wir mal, was diese kleinen Genestealer, diese Tyranniden für uns haben. Na, lad ein bisschen schneller. Komm, 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 komm. Na, Mann, da hat aber echt jemals Schädel gesammelt, ne? Sind das die Schädel der Symbionten? Lutschen sie die Haut weg oder sind das von den Blood Angel Schädel? Naja, es ist einfach von Warhammer, so, glaube ich, das Stil, überall Totenköpfe dran zu ballern. So, wir haben einen schmalen Gang. Da ist irgendein... Achso, das ist ein Fässer. Das heißt, wir müssen straight durch und... Ja. Wir haben hier einen Gang, der gefährlich ist. Das ist noch zu. Das heißt, hier müssen wir uns auch aufteilen. Am besten einen in jeden Gang und dann halt, ja. Gut, mit dem Flamer voraus weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Ich würde diesmal mit ihm vorausgehen. Skriptor nach hinten. Sergeant in die Mitte. Dann würde ich den Flamer nehmen. Dann den mit der Sternwaffe und Start.
Ich muss aber wieder zugeben, ich habe wieder ein, zwei Tage nicht gespielt. Gab wohl immer noch kein Update für die Turnprobleme. Mich nervt's. Euch sicherlich auch. Yes, brother. So, Sesam, öffne dich. Activated. Nee, komm. Ich will nicht, dass du so weit vorläufst. Yes, brother. Sarge. Oh. Ja. Ich versuche mit der schweren Waffe hier das zuzumachen quasi. Aber die Tür ist ja noch nicht offen und ja. Bisher haben wir ja kein Problem. Weiter. Ich kann mich an diese Mission wirklich nicht erinnern. Wenn wir die doch gehabt haben, schreibt es mir mal in die Kommentare. Aber ich kann mich wirklich an diese Mission nicht erinnern. Wir hatten zwar schon Sachen, da mussten wir Bomben hinlegen. Kann aber sein, dass das schon wieder am Anfang, dass das eine Map am Anfang war, weil die doch recht klein ist. Dass ich das halt deswegen das vergessen habe, kann ja sein. So, der kommt quasi gleich an. Und ist schon da. Mensch. Hallo. Wie geht's dir? Hm? Wir könnten auch alle. My salvation is my reward. Wir machen das anders. Wir nehmen die Sicht jetzt hier. Wir gehen einen Schritt. Feuer. Gehen einen. Oh, nein, 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 nein. Wir wollen einen Schritt gehen. Oh, das war der Pilz, scheiße. Ich muss nur kurz überlegen. Warte mal, kurz die Sicht raus. Der Gang ist noch nicht frei. Das heißt, du kriegst jetzt nochmal. Oh, oh, nee, nee, dich will ich immer noch haben. Ah, 3 AP ist alles für dich zu viel. Dann kriegst du, ups, dann kriegst du halt nix. Hm. Also machst den Weg da nicht frei. Blockierst den Weg. Ich muss eine Karte opfern. Wohl, nee, warte mal, wir machen das so. Wir machen hier. Falls sie dann noch von da kommen. Du bist ja Mr. Burn, Baby Burn. Kannst schon mal rangehen. So. I am moving. Ich hab's vergessen. Wenn man Genestealer spielt und gegen Marines kämpft, brauchst du echt mehrere Angriffe. Aber hier. Das ist ja anders. Wenn du Marine bist, kriegst du so einen einzelnen Symbionten nicht tot. Einfach nicht möglich. So. Hm. Ist egal, wo ich hin und wie ich drehe. Yes, brother. Komm mal kurz zählen. 1, 2, na ja, komm. Bis dahin sind es 5. Das heißt, sie kommen mir auf jeden Fall an. Gut, dann muss ich für ihn Punkte ausgeben. We shall cleanse. Overwatch. Ach, ich hätte auch einfach mit dem Skriptor abdichten können. Yes, brother. Und mit dem Skriptor machen wir mal. Wir machen hier dicht. Force field activated. Dann müssen sie nämlich diesen Gang hochkommen. Schade, ist das Arsch schon gestorben. Ich dachte mal, etwas leicht über 50% kriegt er schon gebacken, aber nö. Mit Schutzschild, Energiehammer, der übelste Nahkämpfer kriegt nichts geschissen.
gut, so habe ich mir eigentlich den selbst auf den Weg blockiert, aber... Den stürzt irgendwie nicht. So. Wir stellen uns dahin. Machen den Sack dazu. So. 1, 2, 3, 5. Ah, die Tür ist auch noch zu. Ah, so viel. 4. Wir könnten 4 doppelte. Nochmal kurz überlegen. Macht das Sinn? 1. Wir brauchen 5 bis dahin. 1, 2, 3. Tür öffnen. 6. Feuern. Oh, da komm, das machen wir. Das wird ein Fest. Das wird ein Fest, wird das. Das machen wir. Komm. Klatsch, bum, batsch. Inner. Ah. Ist das schon 6? Ah, wenn wir quasi gehen, dann müsste das doch eigentlich auch einen gratis Schuss geben. Ich riskiere es jetzt einfach. It is done. Xenos detected. Feuer. Es reicht doch nicht. Scheiße. Können wir noch eine Karte umwandeln? Nein. Ich habe mich vertan um einen. Scheiße. We shall cleanse. Mach wieder zu. Ich mach wieder zu. 1, 2, 3. Es ist geil, 1, 2, 3 ist da. Das war's. Scheiße. Yes, brother. Scheiße. Ich muss wahrlich doch wieder zumachen. Hey, komm, ich pack ihn einfach wieder davor. Ach, Mann. So, hier ist noch keiner. Aber zurzeit brauchen sie ja 5. Das heißt, er kommt nicht an. Er kann nur 4. So. Da muss er halt hinter sich die Tür zumachen und halt umdrehen, wenn was kommt. Ja. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt weiter diesen Weg hier lang gehen. Mein Plan, die einmal da wegzufackeln, hat ja nicht geklappt. Oh, da kommt einer. Trifft nicht. Wunderbar. Jetzt hat er für den Platz gemacht. Oh, oh. Eieiei. Und hinter uns haben wir auch ein Signal. Das wird lustig. So. Das Beste kommt zuerst mit dem Flamer. Nein, ich habe mich gedreht. Scheiße. Muss ich was ausgeben. Für den nächsten Nahkampf. Was haben wir hier? Naja. Kurz überlegen. Einmal öffnen. 3 Aktionspunkte. Haben wir dann noch. So. Wieder öffnen. So, jetzt aber. Jetzt können wir flamen. Feuer. So, und dann darfst du noch mal einen in die Richtung gehen. So, du folgst. Moving forward. Wie viele Punkte hat er noch? 6. Ziehsturm, -3. Jeder Genestealer innerhalb dieses Gebiets müssen würfeln und wird bei einer Zahl 4 größer getötet. Da heben wir uns nochmal auf. Wir haben ja den Weg erstmal ja, zugemacht. Der hat jetzt keine... Wir können höchstens... Warte mal. Ein, zwei Mal schießen. Okay. Feuer. Oh, das hat funktioniert.
Jetzt halten wir uns aber hier mal, ne? Und mit ihm müssen wir leider... Treibmaul, nein. Dann müssen wir hier umdrehen. Wir sehen nichts. Haben nur noch zwei Punkte. Puh, hoffentlich funktioniert das. Sonst haben wir gleich noch ein weniger. Ja, rennt mal zurück. Okay, das war wohl Falschsignal. So. Können wir mit ihm. Ein vor. Zwei vor. Abdichten. Wie viele Runden haben wir noch? Nebenzug. Töte alle gegnerischen Einheiten. Ja, sowas finde ich immer toll. Mache ich liebend gern. So, muss er hier raus. Ne? So, Skriptor. Taking up position. Wir könnten uns quasi eigentlich den Arsch da hinten zumachen, ne? Machen wir das mal. Dann kommt er nämlich maximal nämlich schon mal hier hin. Und hat dann einfach nächstes Mal, wenn sie hier angreifen sollten, einfach mehr Zeit, ne? Weil müssen sie auf dieses Feld. Dann kann er schießen auf dieses Feld, kann er schießen auf dieses Feld, kann er schießen. Wenn sie dann durchkommen, ist er selber schuld. Und dann ist er selber schuld. Und wir haben nur noch vier Psi-Punkte. Das heißt, entweder zweimal noch den Gang weghalten oder einmal was töten. Ja, das sind dann schon da hinten ein paar. Traut sich nicht weiter. Ich hätte es echt noch toll gefunden, wenn sie Granaten haben. Wisdom is the beginning of fear. So. Wir drehen drei. Ich überlege gerade, dass wir diesen Gang hier in Brand stecken. Und er, kann der überhaupt schießen? Ja, der kann auch schießen. Na, wir könnten hier 1, 2 drehen. Dann dürften wir eigentlich gratis schießen, oder? Machen wir es mal. Drehen wir uns mal um. Nein, wir dürfen nicht schießen. Ah, wir brauchen 2 AP. Okay. Dann kriegst du die. Na, hat er jetzt sogar 5. Dann machen wir einfach hier das hier. Ja gut. Dass der einfach stirbt, der geht mir auf den Sack. Glaubt zwar nicht. So. Sesam, öffne dich. So, der Skriptor kann bis hierhin. Wir könnten jetzt nochmal den Weg blockieren oder Schaden machen, aber es bringt nichts. Da ist nur einer drin. Hm. Ich würde sagen, wir blockieren sie hier. Und zeitgleich gehst du in den Overwatch-Modus. Du kannst noch mal einen hier hingehen. Kann man da irgendwas sehen?
Man könnte ja was erahnen. Aber wir können nicht schießen. Schade. Brennt alles zu sehr. Hier machen wir auch nochmal Overwatch. So, hier wieder ein zurück. Das heißt, wir sind einmal gegangen, haben einen gratis Schuss. Schießen. Oh, haben doch noch getroffen. Und Overwatch. So, das war... Weiter geht's. Na, ja, kommt, traut euch. Okay. Könnte sein, dass er gleich nachladen muss. Das hat ja auch irgendwie 2 bis 4 AP gekostet, genau. So. Du gehst jetzt erstmal hier hin. Und vielleicht reicht das schon. Platziere die Bombe an einem markierten Ort. Ich hoffe, du hast sie, Junge. Krypto darf ja eigentlich kostenlos schießen. Nein, darf er nicht. Wir wandeln mal um. Der Krypto will auch mal Spaß haben. Nope. Jupp. Jetzt müssen wir aber auf Overwatch gehen. Aber sonst aus der Perspektive sieht es genauso aus wie bei den anderen Marines auch. So, wir könnten hier auch nochmal Overwatch machen. Ein zurück. 5 Schuss hat er noch. Overwatch. Mission. Komm, das muss es jetzt gewesen sein. Oh, er kommt durch. Und er ist tot. Nein! Wir verlieren! Leg die Bombe! We shall cleanse. Wer hat die Bombe? Leg die Bombe! Leg die Bombe! Er hat keine. Oh Gott, oh Gott. Ja. Hi, Süßer. Gut, hat funktioniert. Tja. Das sieht nicht gut aus. Wir können einmal noch Leute stoppen, ne? Könnten auch hier hingehen. Dahin drehen. Und den Eingang mit Feuer blockieren. Ah, ich verstehe nicht. Er ist auch da. Ach, ich muss auf diese Tür... Okay. Dann haben wir es jetzt. Tja, Mission complete. Das war ja eine kurze Runde. So, weiter.
Dann gehen wir jetzt nochmal ratzi fatzi dahin. Die Psi-Energie wird hier stärker. Wenigstens haben wir zwei Quellen der Interferenz erfasst. Wir sollten sie beseitigen, um den Scanner wieder voll funktionsfähig zu machen. Ja, machen wir gleich. Läuft. Hier ist irgendwas. Der Ausbex hat mehrere Lebenssignale vor uns entdeckt. Spürt die Xenos auf und schaltet sie aus. Ihr seid von Genestealers umzingelt. Macht ihnen die Hölle heiß, Brüder. Ja gut, dann ja, einmal Hölle heiß machen. Komm. Die kommen ja irgendwann wieder. Ich mag die nicht. Wir gehen weiter. Bleib mal da, Onkel Doc. Du machst das schon. So. Der Skriptor spürt nicht weit von dieser Position einen Riss durch Raum und Zeit. Der Warp ist nicht weit. Wir sollten extrem vorsichtig vorgehen. Währenddessen sind nicht weit von hier die Dark Angels bei ihrem Kampf gegen die Tyranniden zu hören. Okay. Nächste Mission. Achso, der Apothekarius ist für die nächste Mission nicht verfügbar. Kann ich mitleben. So, ein Portal durch den Warp scheint zu einem alten Schlachtfeld zu führen. Die Geräusche des Kampfes werden lauter. Wenn du dem anderen Trupp folgen möchtest, musst du die Kraft von Agios nutzen, um den Warp zu öffnen und die psychische Interferenz zu stärken. Reise durch den Warp riskieren, Agios zu schwächen. Schließe den Tunnel, um die Interferenz zu beheben. Das kann ja sein, ich glaube, der Warp, der kann uns ja durch Zeit und Raum bringen. Das kann bedeuten, dass wir vielleicht... wir machen es einfach. Du öffnest einen Tunnel, der zu einem anderen Ort im Space Hulk führt. Agios bemüht sich, den Tunnel offen zu halten. Währenddessen beginnt alle elektrischen Geräte zu flackern. Die Interferenz ist schlimmer geworden. Das hindert uns daran, elektrische Funktionsstörungen zu beheben und den Ausgang zu entriegeln. Jedoch nimmt Hagios sich öffnendes Portal im Norden wahr. Okay. Reise durch den Warp, riskiere Hagios zu schwächen. Machen wir. Mal gucken. Okay. Skelette von Dark Angels liegen auf dem Boden. Sie wurden vor langer Zeit von Tyranniden abgeschlachtet. Der Notruf war nur ein Echo aus einer weit entfernten Vergangenheit, das der Warp verursacht hat. Aber diese Terminatoren verdienen noch immer Rache. Verdienen immer noch Rache, Entschuldigung. Vielleicht können wir die Genestealer abschachten. Hier außen. Folge der Spur der Abscheulichkeiten, die hier für verantwortlich sind. Fallen wir nicht auf die Illusion des Warps hinein. Rückzug! Nein! Wir suchen. Du eilst durch die dunklen Korridore und lässt dich vom Gestank der Abscheulichen leiten. Folge der Spur. Bla bla bla. Bestätigt. So. Inaktiver Teleporter. Entriegelte Tür. Hier ist irgendwas. Es ist dir vielleicht nicht gelungen, die Dark Angels zu retten, aber du hast sie auf jeden Fall gerecht. Auf deinem Weg durch die niedergemetzelten Genestealers findest du schließlich das Skelett des Sergeants der Dark Angels, der vor langer Zeit gefallen ist. Von ihm ist nicht mehr viel übrig, aber seine Rüstung kannst du gut gebrauchen. Verstanden, Bruder. Oh, für den Onkel Doktor. Er ist ein zielsicherer. Das bringt mir gerade nichts, weil der ist ja nicht mehr da. So, weiter geht's. Hier ist irgendwas. Als du das Hulk erkundest, findest du dich in einem alten Kontrollraum wieder.
Die Sicherheitskameras zeigen in Zellen eingeschlossene Terminatoren in einem vegetativen Zustand. Ein weiterer Terminator streift auf der Suche nach seiner Einheit durch die Korridore. Plötzlich schalten sich alle Bildschirme ab. Okay. Uiuiui. Du findest einen weiteren Kontrollraum. Hagius nimmt eine starke Psi-Kraft wahr, die den Raum ausfüllt. Plötzlich öffnet sich ein Riss durch Raum und Zeit, der wie ein Fenster zu einer anderen Zeitachse führt. Von dort aus kannst du den Terminator von vorhin sehen, der inmitten von Genestealer um sein Leben kämpft. Irgendwie spürt Hagius, dass er dem umzingelten Terminator mit seinen Zielkräften helfen könnte. Wollen wir helfen, den anderen zu retten? Vielleicht ist es möglich, einen Teil der Energie zu übertragen. Hier sollte man besser keine unvorhersehbaren psionischen Kräfte einsetzen. Machen wir. Wir helfen. Auf Kosten von Teilen. Nein! Auf Kosten von Teilen seiner eigenen Kraft entriegelt Hagios Türen für den umherstreifenden Terminator und hilft ihm so zu überleben. Das könnte unsere zukünftige Mission beeinflussen. Das verschlimmert die Interferenz. Die Interferenz kann nicht mehr behoben werden. Ach, Kacke. Aber Hagius nimmt ein sich öffnendes Portal im Norden wahr. Ja, verwende die Kräfte. Gut. Wir werden die Interferenzen nicht mehr los. Die Türen sind verschlossen. Hier ist irgendwas. Zeit und Raum. Gebrochen. Gehorchen dem Willen des Warps. Ein Riss in der Raumzeit erscheint und gibt einen alten Weg für uns frei. Zeit und Raum fühlen sich hier zerbrechlich dünn an. Hagius spürt, dass der Warp nicht weit weg ist. Du findest ein altes, inaktives Portal vor dir. Gelingt es dir, diesen Ort durchdringende Psi-Energie zu verstärken, kannst du das Portal aktivieren. Okay, machen wir das nochmal. Zackeli-dackeli. Seitdem wir die Interferenz verstärkt haben, leidet der Scanner unter einer schwerwiegenden Funktionsstörung. Ach, wir haben die falsche Entscheidung getroffen. Bei unserer nächsten Mission sollten wir auf der Hut sein. Außerdem haben wir auf dem Weg vor uns einige Portale entdeckt. Wahrscheinlich haben wir an der Interferenz etwas zu viel herumgespielt. Ja, hat aber Spaß gemacht. Ach komm. Entriegelung. Nein, steht ja gar nicht. Endgültig verriegelt. Gut. Ich würde hier erstmal einen Break machen. Und nächstes Mal geht es weiter mit Kapitel 7. Also, ist eure Aufgabe jetzt zu abonnieren, kommentieren oder zu liken. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.